Und damit herzlich willkommen zu meiner neuen Staffel Fußballmanager 13. Ich habe lange überlegt, ob ich dazu ein Let's Play starten soll und jetzt habe ich mich zu diesem Schritt eben bewegt und will da einfach mal was starten. Wie gesagt, wenn das irgendwie nicht läuft oder wenig aufgerufen wird, dann breche ich das Ding auch ab. Ich versuche aber jedenfalls eine Saison voll komplett durchzubekommen und dann kann man einfach weitersehen, wie so angenommen wird und ja. Ich denke, es gibt ein bisschen viel zu erzählen zu dem Spiel, das mache ich jetzt aber nicht. Wir starten jetzt hier einfach mal rein und drücken auf Spiel starten und was zum Spiel erzählen kann ich am Laufe des Spiels ja auch noch machen. So, jetzt haben wir hier den Standardmodus, natürlich, ich will keinen Verein gründen, Karriere, die eins von drei zufällig ausgewählt will ich auch nicht, also ich will ein Team auswählen und auch mit Entlassungen spielen, ich finde, das gehört einfach dazu bei vollen Vereinen. Besitzen, da hast du irgendwann keine Kontrolle mehr über dein Team und deswegen soll ich da mit Entlassungen spielen, das ist denke ich das Beste. So, dann habe ich hier ganz wichtig Datenbank aus Editor, aus dem Grund, das werde ich euch gleich erzählen dann. Ja, Länder nehmen wir hier denke ich Deutschland, Regionalliga, ganz bis zur Regionalliga. Ich will natürlich, wie sich für einen Deutschen gehört, natürlich bis mit einem deutschen Verein zocken, das geht ganz klar vor. So, und die anderen Länder brauche ich, denke ich, nicht. Da haben wir immer nur diese Top-Vereine und ich denke, das ist völlig ausreichend. Also, dass da extra noch irgendwie noch extra Länder dazu gemacht werden sollen, ist für mich total sinnlos. Deswegen lassen wir nur Deutschland bis zur Regionalliga, beziehungsweise können wir bis zur Oberliga machen. Da tummeln sich vielleicht auch ein paar gute Talente rum, also lassen wir bis zur Oberliga. So, jetzt heißt es mal kurz warten hier, während wir das Logo von der Pauli bestaunen können. Ja, dauert ziemlich lang das Laden jetzt. Ja, jetzt geht's weiter. Und ich habe hier schon einen Manager, mit dem ich auch in der Vergangenheit hier immer gespielt habe. Da bin ich mittlerweile auf Manager Level 7. Und der heißt Bastita, ist ein Koreaner, deswegen hat sich das so gut angeboten. Nur hier muss ich gerade Fremdsprache Deutsch einstellen, damit er auch sich mit den Spielern verständigen kann. Das ist ja immer ganz wichtig. Ach, das ist noch wichtig. Mit Finanzassistent spielen. Könnten. Ganz ehrlich, also diese Bereiche habe ich mich eigentlich nie so richtig mit intensiv miteinander auseinandergesetzt, deswegen will ich da einfach mit Finanzassistent Online-Manager privat reden. Das ist für mich auch so ein sinnloser Mist, den es bei Fußball-Manager gibt, deswegen mache ich das einfach aus. Also da bin ich wirklich ganz, ganz ehrlich und Familiendaten, total sinnlos, brauche ich nicht. Ich will mich voll und ganz nur auf den Sport konzentrieren. Und deswegen legen wir jetzt los hier. Und jetzt kommen wir zur großen Auswahl. Ich habe die Liga-Vereine beziehungsweise die Bundesliga und die zweite Bundesliga auf den aktuellen Stand gebracht. Das heißt, ich habe im Editor ein bisschen bearbeitet, wie jetzt die Bundesliga und zweiten Ligen aussehen. Und ja, nur die Spieler, nur den Kader habe ich eben nicht geändert. Das war mir dann doch zu viel Arbeit. Und ich habe mich dazu entschieden, einen Verein aus der zweiten Liga auszuwählen, nicht aus der ersten, um einfach sich ein Ziel zu setzen und das ist der Aufstieg. Und ja, da habe ich mich für, musste ich mich lange auseinandersetzen, was nimmst du jetzt für ein Team und habe mich letztendlich für Greuther Fürth entschieden. Ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Mannschaft mit Aufstiegsambitionen. War damals in diesem Fußballmanager in der ersten Liga gewesen natürlich, aber jetzt habe ich es natürlich runtergesetzt in die zweite Liga. Aber ich will natürlich den Aufstieg mit meinen Fürthern schaffen. Und das soll das große Ziel jetzt einfach sein. Und deswegen legen wir uns einfach los damit. Ja, Nationalmannschaft. Das ist auch so eine Sache. Ich finde, eine Nationalmannschaft gehört einfach dazu bei Fußballmanager. Nur welche ich nehme, das ist mir noch ein bisschen unklar. Ob ich jetzt Deutschland nehme, Deutschland ist mir dann doch zu groß. Ich denke, wir sollten eher so ein kleines Land nehmen. Vielleicht so ein afrikanisches oder irgendwas.
Aber es gibt gar nicht viele afrikanische Länder hier. Es ist schwer, da jetzt irgendwie eine Linie zu finden, vor allem einen Verein auszusuchen, der mir passt. Ich lasse es erstmal frei. Man kriegt zwischendurch immer wieder mal Angebote, also das ist mir eigentlich recht egal dann eigentlich. Also man kriegt zwischendurch, kriegst du immer Angebote, nochmal von Nationalmannschaften. Und Bock auf die Qualifikation habe ich nicht. Das heißt, direkt vor der WM gibt es dann eigentlich immer Angebote von WM-Teilnehmern. So, und jetzt kommt zur großen Auslosung, ja. Auslosungen haben ja immer was Spannendes, deswegen gucken wir uns einfach mal die komplette Auslosung an. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Was denn, gegen wen es geht? Hier ab Heidenheim, das sind unsere Gegner. Und das erste Duell ist Stuttgarter Kickers gegen Aalen. Und Babelsberg trifft auf Dortmund. Lotte gegen Ingolstadt. Jan Regensburg gegen Werder Bremen. Ja, ich bin so ein Fan eigentlich so von Auslosungen, deswegen gucken wir uns das jetzt einfach mal komplett an. Das hat immer so eine richtig schöne Spannung eigentlich. Jena gegen Braunschweig jetzt. Dynamo Dresden. Auf Paderborn. Also, wir können nur auf einen höchsten Dritt-, Zweit-, ich glaube, Zweitligisten auch treffen. Je nach Einschulung. Natürlich die Dritt-, Viertligist. Ja, natürlich richtig super. Ja, Osnabrück freut sich auf das super Los Bayern München. Herzlichen Glückwunsch. Arminia Bielefeld jetzt. Trifft auf Nürnberg, also unseren Derby-Rivalen. Da freue ich mich auch auf jeden Fall schon auf diese Saison. Nürnberg spielt ja auch in der zweiten Liga. Auch das Franken-Derby, das geht mit Sicherheit sehr, sehr ab dann. So, Saarbrücken gegen Augsburg. Meuselwitz. Trifft auf Stuttgart. Holstein Kiel gegen Hannover. Und wir sind immer noch nicht gezogen. Preußen Münster. Gegen 1860 München. Heidenheim. Auch in der zweiten Liga dabei. Und die treffen auf uns. Ja, das ist doch schön. Sollte man nicht unterschätzen, diesen Gegner. Auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm zu spielen. Und in der Liga werden wir auch nochmal zweimal auftreten. Wird nicht einfach. So, Eintracht Frankfurt trifft auf Havelse. Und RB Leipzig bekommt es mit Freiburg zu tun. Elversberg gegen Kaiserslautern. Und Sonnenhof Groß Asbach trifft auf Schalke. Alle auf Wolfsburg. Karlsruhe gegen Köln. Rot-Weiß Erfurt trifft auf Sandhausen. Chemnitz trifft auf Aue, also ein Ostduell. Das hat's in sich. Cottbus, der nächste Ostverein, trifft auf Bochum. Duisburg gegen Düsseldorf, auch ein Derby. Unterhaching gegen Leverkusen.
So, Hansa Rostock gegen Union Berlin und Wien Wiesbaden gegen Hertha. Oberhausen gegen St. Pauli. Darmstadt trifft auf Frankfurt, also ein Hessen-Derby. Trier gegen Hamburg. Wuppertal trifft auf Gladbach. Wacker Burghausen gegen Mainz. Und damit bleibt nur eins übrig. Berliner AK gegen Hoffenheim. Da war doch mal was. Da war doch mal was. Ich spreche hier auf das Reale, an auf dem Rennweg für Pokal, wo damals der Berliner AK Hoffenheim mit 4 zu 0 vom Platz gefegt hat. Das bleibt mir schon unvergesslich. Und jetzt hier mal gucken, wie es jetzt hier bei Fußballmanager ausgeht. Also Auslosung vorbei. Wir treffen auf ein Zweitligagegner auf den ersten FC Heidenheim, ein Aussteiger. Wird sehr, sehr unangenehm werden, glaube ich. Diese sehr, sehr unangenehm zu spielen. Aber wir müssen da richtig ernst dran gehen. Und dann ziehen wir auch in die zweite Runde natürlich ein. So, hier nochmal die Liga-Zusammensetzung. Das ist die Liga, auf der wir treffen, unsere Gegner. Ja, und jetzt die Zielsetzung. Also bei Liga ganz klar ist der Aufstieg der ganz, ganz große Ziel. Da gibt es nichts anderes irgendwie zu diskutieren. Das bleibt einfach so, so Pokal, da kommen wir schon mit zu. Also, einen Pokal mit Zielsetzung zu machen, ist verdammt schwierig. Erste Runde schaffst du normalerweise. Also, ich habe mit jedem Erst- oder Zweitligateam, was ich bei Fußballmanager hatte, eigentlich immer die erste Runde überstanden. Also, das ist da echt nicht so schwer, wie es eigentlich im realen Leben so ist. Ja, und zweite Runde, dann kommen im Prinzip alle Gegner in einen Topf. Und da kann es sein, dass du ein Heimspiel gegen den Dritt- oder Viertligisten hast, was eigentlich im realen Leben total eigentlich gar nicht sein kann. Es kann aber auch sein, dass du ein Auswärtsspiel bei Bayern München oder Borussia Dortmund hast und da bist du fast dann chancenlos. Und hier ist die Vorgabe die dritte Runde und ich glaube, das lassen wir einfach mal so. Das lassen wir einfach erstmal so. So, jetzt haben wir hier Budget. Ja, ein Helder Transfer. Transfer will ich auf jeden Fall noch irgendwie so einen Spieler verpflichten. So. Hier zur neuen Staffel. Wir haben eine neue Herausforderung für Basti Tal bei Greuther Fürth. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Dann beim nächsten Mal starten wir so langsam dann die Saisonvorbereitung und gucken mal, was wir da so rausholen können. Also, ich freue mich dann drauf und bis zum nächsten Mal.